Leute, ich bin's nochmal. Und zwar hat mir der Sepp vom Waldhandwerk mir geholfen, meinen Chaga-Pilz vernünftig zu bestimmen. Und hat mir noch einen kleinen Trick verraten. Er hat gesagt, woran man auf jeden Fall erkennen kann, dass es sich wirklich um Chaga handelt. Der Abrieb vom Chaga würde mit dem Feuerstahl sehr schnell anfangen zu glühen. Also man könnte ihn quasi als Zunder gebrauchen. Das testen wir doch ganz einfach mal. Chaga als Zunder. Na, ich habe ein bisschen Abrieb erzeugt. Feuerstahl haben wir auch dabei. Und tatsächlich. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Kann die Kamera das einfangen? Chaga als Zunder. Wird auch glatt mal versucht wird, ob man das auch zum Feuerschlagen benutzen kann. So, jetzt habe ich mir einfach mal ein Stück Chaga genommen und versuche, das mit Feuerschlagen zu entzünden. Ich glaube allerdings nicht, dass das klappt, weil das zu komprimiert ist. Aha. Das klappt auf jeden Fall nicht so gut. Ups, kann mal passieren. Klappt auf jeden Fall nicht so gut wie mit dem Zunderschwamm. Aber ja, Freunde, unglaublich. Chaga als Zunder zum Feuerschlagen. Funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Sepp, für den Tipp. Bis bald im Wald.